Hallo und herzlich willkommen zurück bei A Black Tale Innocence hier auf dem Kanal Bear and the Bee. Ich bin der Bär und danke, dass ihr wieder reinschaut und mich auf dieser Reise begleitet. Wir haben es mittlerweile geschafft, dass wir in die Universität vorgedrungen sind. Und dort müssen wir jetzt dem Weg der Rosen folgen. Zumindest war das der Hinweis, den wir bekommen haben, um an ein Buch zu gelangen, was hoffentlich dabei hilft, ja, unseren Bruder zu heilen. Aber wie gesagt, hoffentlich. Und wir müssen also schauen. Das Buch. Nicht vergessen, was Lukas im Keller meinte. Was hier der so alles Weg passiert. Ist übersät mit Rosen. Erstmal gucken, wo soll ob ich hier nur Rosen finden? Rosen. Das erinnert mich an Da Vinci Code zu Roslyn. Quasi diese Rosenlinie. Hier können wir nichts anderes machen, als den Stoff mitzunehmen. Kommen wir da durch? Verschlossen. Okay. Gut, das macht die Richtungsentscheidung relativ einfach. Überall erstmal so ein bisschen um. Schlossen. Schlossen. Wieder ein bisschen was herholen. Jawohl. Also wissen wir auch ganz genau, wie lange wir gehen müssen. Macht es ein bisschen einfacher an der Stelle. Riesig. Aber wo sind nur all die Bücher? Vielleicht finden wir da auch so ein bisschen was. Ich glaube, das wäre die andere Tür gewesen wahrscheinlich. Ja, so eine Uni ganz leer ist jetzt auch ein bisschen spooky. Die Banner. Blumen. Ja, das sind Rosen. Ich bin auf dem richtigen Weg. Na. Das ist doch schon mal. Wie viele Tage sind wir jetzt schon hier? Hab aufgehört zu zählen. Verdammt. Ich kann hier drin nicht mal sagen, ob Tag oder Nacht ist. Bald ist's vorbei. Uiuiui. Vitalis hat einen Jungen hergebracht, um die letzte Tür zu öffnen. Seit Tagen sind wir schon hier. Und jetzt kommt der Großinquisitor persönlich, um uns zu helfen. Das wird ein Spektakel. Okay, der haut ab. Das gefällt. Und der Typi hat keinen Helm auf. Keine Ratten. Merkwürdig. Dass der wirklich keinen Helm auf hat. Und guck mal dir. So. Machen wir doch mal hier. Oh, Steine. Immer gut, immer gut. Gut, da haben wir noch genügend. Jetzt sollten wir irgendwas ein bisschen herstellen. Mit Sicherheit auch wieder ein bisschen was aufnehmen. Genau. Safety first. Safety first. Wir müssen so viel wie möglich herstellen und haben, als dann am Ende des Tages hier dumm ausgeliefert zu sein, nichts zu haben. Jawohl. Leder. Auch immer noch, oder wir brauchen immer noch Werkzeug. Ohne Werkzeug schwierig. Um uns da so ein bisschen zu verbessern. Hier ist überall nichts.
Hier noch was rum. Man will es halt auch nicht verpeilen, ne? Dass man irgendwas übersieht, was eventuell helfen könnte. Hier drüben blinkt es noch. Alles an uns. Hier hat doch auch noch was geblinkt, oder? Bei ihm? Nee. Hier ist Tatsache soweit nichts mehr. Okay. Ist wahrscheinlich, dass wir hier oben in den oberen Stock kommen. Und da ist doch hier schön offen. Na, also. Genau. So, so sieht es doch gut aus. Ja, ist schon anstrengend, kann ich mir vorstellen. So. Kommen wir damit sicher drauf. Jawohl. Jawollo. Ja, aber nicht hier runter. Oh. Dann mach mal. Und jetzt. So. Drauf. Ein sanftes Drehen. Und jetzt hier hin. Okay. Na, bevor wir da rausgehen, klappern wir mal die andere Seite hier noch ab. Na? Wer sagt es denn? Aber auch kein Werkzeug. Und seid ihr Mist? Habt ihr genug Bücher oder soll ich euch noch mehr beschaffen? Man kann nie genug Bücher haben, wenn man des Lesens mächtig ist. Das ist alles nur heidnisches Zeug. Das Sanguinis Itinera ist ein heiliges Buch, das darin enthaltene Wissen reicht zurück bis zum Anbeginn der Menschheit. Und dieses Wissen könnte uns alle retten. Sucht weiter und haltet Ausschau nach Büchern mit rotem... Das mit Buch, rotem das Sanguinis Itinera. Ich kann vielleicht nicht lesen. Sie suchen auch danach. Ich muss mich beeilen. Ja, weil wir sollten wieder schleichen. War ja klar, dass die auch das Buch suchen, ne? Warten wir jetzt mal hier lieber ab. Das da drüben, das kehre ich jetzt nicht. Was ist denn da? Was liegt denn da auf dem Tisch? Liegt da Werkzeug auf dem Tisch? Liest der jetzt länger oder wie schaut's aus? Einiges rum. Jetzt riskieren wir jetzt halt doch. Scheiße, der Geister.
Na gut, der wird sich jetzt so schnell nicht mehr umdrehen. Wenigstens kommen die verfluchten... Da sind die Rosen. Ich bin auf dem richtigen Weg. Ich sag's dir. Das nächste Mal, wenn der so mit mir redet, stopfe ich ihm eins seiner verfluchten Bücher ins Maul. Ha, mit rotem Einband. Sein Lieblingsgeschmack. Das Buch. Wieder so eine brillante Idee des Alchemisten. Ich sag's dir, die Kerle sind mir nicht geheuer. Mir auch nicht. Es gibt Teile der Bastion, da wage ich mich nicht mehr hin. Was sie dort alles treiben. Ja, lass uns nicht darüber reden. Loswerden, damit ich vorbei kann. Ah, da sind sie ja. Ja, juhu, Ratten. Ja, dann, ciao, Wachen. Haut schon ab. Verschwindet. Der gewagte Idee jetzt, aber... Könnte doch. Ich würde dir zeigen. So. Ist da hinten was, das wir dran könnten, ne? Ein Gänseblüm, du bist auch weit von zu Hause weg, nicht wahr? Bring mir Glück. Wir tun das für Hugo. Ja, jetzt habe ich ein Gänseblümchen. Das war jetzt nicht der Fund, den ich mir erhofft hatte. Könnten die doch jetzt mit Sicherheit. Pass mal auf. Passt mal auf, Leute. Aha. So. Und dann nehmen wir doch das hier und schmeißen es hier hin. Und dann kommt leider nichts bei rum, ne? Oh, ist das bitter. So. Dieses Ding wird es am Ende alles bedecken? Irgendwas. Na los, beweg dich, Schmied. Hier wartet Arbeit auf dich. Vitalis muss echt verzweifelt sein, wenn er sich dazu herablässt, solche Bettler einzufangen. Ein Gefangener. Wie haben die Ratten das nur geschafft? Stell dir nur mal vor, wie viel Kraft es braucht, um da durchzukommen. Was das wohl mit deinem Arm anstellen würde? Das Loch ist jetzt völlig nutzlos.
Siehst du das? Sie haben es blockiert. Die kleinen Biester wissen ganz genau, was sie tun. So, und dann lenkt man die Kumpels mal ab, indem er da hinter uns. Hast du was gehört? Sehen wir mal nach. Pass auf dich auf. Genau. Take care. Nichts zu sehen. Na gut. Ja. Habe ich mir nämlich gerade gedacht. Weiß, dass ihr hier seid. Nö. Das kommt davon, wenn man sich ablenkt. Um eine Ratte macht uns nichts. Hoffe ich. Hoffentlich bin ich nicht falsch abgebogen. So. Wieder. Bisschen was einsacken. Was bei mir? Werkzeug. Oh ja. Oh yes. So. Dann können wir jetzt auch endlich mal wieder was herstellen. Überlegen wir uns das mal. Bänder. Mehr Material. Mehr Munition. Verlängert die Wirkung. Nicht schlecht, gar nicht schlecht. Gut, was jetzt heißt, wir sammeln jetzt erstmal hier ein wie die Blöden. Und dann stellen wir auch wieder her. Oh, soweit wir herstellen können. No. Der wird irgendwie komisch. Es ist quasi eine Bluttransfusion, die hier stattfindet. Neuigkeit. Über unseren jungen Hugo de Roon. Senior Nicholas ist weiterhin auf der Suche. Also, gibt es nur einen, der uns helfen kann, das Buch zu finden? Der Sohn eines Schmieds. Du hast diese Tür mit deinem Vater gebaut. Jetzt wirst du sie öffnen. Der Zweck dieser Tür ist doch gerade Abschaum wie euch fernzuhalten. Ich bin Großinquisitor Vitalis Benevent. Du hast keine Ahnung, was ich erleiden musste. Sieh, was ich ertrage. Für dich! Spannend. Still!
Das Episangus. Wie heißt du, Junge? Roderick. Roderick soll nicht sein Leben aushauchen, bevor diese Tür geöffnet ist. Begeht nicht denselben Fehler wie bei seinem Vater. Schafft ihn fort! Schnell, ich darf sie nicht verlieren. Ja, so, okay. Selbst wenn der Großinquisitor davon redet, deinen Nächsten zu retten, kannst du einfach... So. Roderick, sieht so aus, als hätten wir beide unsere Probleme. Sein Blut wird schwächer. Wie lange kann das Episanguis den Biss in Schach halten? Solange wie es ihm sein Glaube erlaubt. Vielleicht können wir den befreien. Also diesen Roderick. Dem Buch und dem kleinen Derun kann Vitalis die Beschwörung abschließen. Dann werden wir von der Pest erlöst sein. Ad Ignem. Ad Lucem. Ah, schön gesagt. Bewegung. Jetzt hör mir mal gut zu. Mein Freund und ich haben viel Zeit damit verbracht, die Ketzer im Kerker der Bastion zum Reden zu bringen. Jetzt tust du noch so stark, aber glaub mir, wenn wir nur tief genug schneiden, dann winselst du genau wie alle anderen auch. Ich kann's kaum erwarten. Begann das Zeug da drüben noch einsacken, ne? Kann man jetzt ablenken? Dann kann man mit Sicherheit ablenken. Boah, er lässt sich halt nicht ablenken. Das geht ja dann nicht. Dann ist es mir sogar eine Spur zu... Also Spur zu heiß. Als mir lieb ist. An die Arbeit! Ihr habt den Boden ruiniert. Schwere Rüstung. Es muss doch einen Weg geben. Wir haben Wochen für dieses Mosaik gebraucht. Dein Mosaik interessiert uns einen Dreck. Öffne die verdammte Tür oder es ergeht dir wie deinem alten Herrn. Wisst ihr, ich werde euch töten, sobald ich mich daran erinnere, wie man diese Tür öffnet. Lass dir nicht so viel Zeit. Und schon wissen wir auch, wie wir das anstellen. Oh!
Ahnung, wer du bist, aber danke. Gerne. Sie haben die anderen alarmiert. Was ist das für eine Tür? Eine Spezialanfertigung, das Meisterwerk meines Vaters. Und weißt du auch, wie man sie öffnet? Das wäre eine große Hilfe. Mach weiter! Ich halte sie auf! Eine sehr große Hilfe! Es wird ein bisschen dauern. Mach weiter! Ich halte sie auf! Okay, okay, okay. Also sobald wir das Ding haben. Schwere Rüstung. Es muss doch einen Weg geben. Das ist eigentlich jetzt klar. Da kommt er hoch. Adler. Genau. Einsammeln. Seit zwei Tagen. Einsammeln. Keine Ahnung, wer du bist, aber danke. Sie haben die anderen alarmiert. Was ist das für eine Tür? Eine Spezialanfertigung, das Meisterwerk meines Vaters. Und weißt du auch, wie man sie öffnet? Das wäre eine große Hilfe. Ja. Weiter. Ich halte sie auf. Eine sehr große Hilfe. Es wird ein bisschen dauern. Mach weiter. Ich halte sie auf. Ich hab es fast. Schon, komm schon. Waffenmörder. Sie haben Alarm geschlagen. Wir kommen hier nicht weg. Nee. So, jetzt folgen wir mal dem Rubrik. Also gut, wir sind im Keller. Schon mal ein Anfang. Rodrik, ich brauche das Buch. Was ist an diesem verdammten Buch so besonders? Es könnte meinen kleinen Bruder retten, bitte. Ich weiß nicht, wo es ist. Ich weiß nur, dass sie meinen Vater dafür zu Tode gefoltert haben und ich sie dafür töten werde. Sie haben auch meine Eltern umgebracht. Vielleicht kommen wir hier gemeinsam raus. In Ordnung. Was ist mit dem Buch? Wart's nur ab. Davon gibt es hier massenweise. Hey. In diesem, ja, Verlies will ich jetzt nicht sagen, aber diesem Kellergewölbe. Oh, wow. Noch eine Bibliothek. Unter der Bibliothek? Verbotene Bücher. Darum haben wir die Tür gebaut. Dann muss das Sanguinis Itinerar hier sein. Ich weiß nur, dass es einen roten Einband hat. Sieh mal, da oben. Rosen. Das muss es sein. Ich muss da hoch. Okay. So weit, so gut. Ich denke, wir sind jetzt knapp davor, eben an das Buch zu gelangen. Und deswegen würde ich vorschlagen, wir sind jetzt hier mal raus. Schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Ansonsten ist der Bär raus. Ciao, ciao.